Ach, ist doch wieder nicht wahr, Alter, ist doch wieder nicht wahr. So gut kann das doch gar nicht laufen hier. Weil der wieder erzählt, überall und ständig. Leute, ich bin nochmal ein bisschen hier am Bernie. Ich brauche nochmal ein bisschen Frequenz und ein bisschen passende XP. Denn ich bin ja kurz vor Level 41 und deswegen baller ich hier gerade und teste heute ein bisschen am Bernie. Beziehungsweise habe ich getestet. Eigentlich wollte ich gleich noch ein bisschen auf Hecht gehen. Und, ja, es läuft einfach gerade so gut. Wir können auch noch mal einen kurzen Blick hier auf den Bernie werfen. Und dann machen wir jetzt gleich schön Bernie angeln, Alter, und im Anschluss Hecht angeln. Also raus mit dem Brocken. Und ihr seht, gerade hier rechts reingeworfen und... Ach, guck mal, eine Schleie. Und es bimmelt auch schon wieder los. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert und rumgespielt. Auch mit den ganzen Vorfächern und Vorfassmaterialien. Weiß der Geier was. Ich habe jetzt eine Stunde ungefähr war ich jetzt unterwegs. Und habe verschiedene Spots getestet, die nicht immer Standard sind. Bin dann jetzt allerdings doch mal wieder zu einem Standardspot. Und muss sagen, ja, es hat einen Grund, warum es Standardspots sind. Es lübt einfach deutlich besser als an den anderen Stellen. Nichtsdestotrotz hatte ich vorhin meinen ersten Geister-Schuppenkarpfen. Auch nicht schlecht. 3, irgendwas Kilo nur, aber immerhin abgehakt. Eine Sorge weniger, einen grauen Flecken weniger im Fangbuch. Das ist doch schon mal schön. Und dann habe ich, ich zeige es gleich auch nochmal auf der Map, dann habe ich an verschiedenen Stellen auch noch ein bisschen rumprobiert und simple Kombis einfach gemacht. Drei Routen ohne PVA, ohne Futtermische. Drei Routen rausgeschmissen, dann hier einmal hier klassisch mit Zitrone, mal mit Banane, mit Erdbeer. Oder auch mal, dann war es ein bisschen diesig, ein bisschen, ja, ein bisschen mieseres Wetter vorhin. Dann habe ich da einfach mit Krabbe und mit Muschel und natürlich mit Kaviar rumprobiert. Und ja, jetzt bin ich gerade wieder, wie gesagt, zu einem Standardspot. Wo ja zuletzt irgendwie Zitrone ganz gut auch immer wieder funktioniert hat. Funktioniert übrigens immer noch. Ich habe gerade Zitrone hier dran. Alles gerade auch nur auf Pellets, nicht auf Pellets, auf Mais. Gar nicht irgendwie fette Boilies dran, denn... komm rein hier. Denn ich wollte so ein bisschen auf Frequenz. Also ein bisschen Frequenz, schön ein nach dem anderen. 10 Kilo, guck mal, geht auch einfach... auf Mais. Jetzt bin ich, glaube ich, komplett durcheinander mit den Routen hier. Aber ich zeige das gleich nochmal. Kriegen wir doch bestimmt wieder sortiert. So, nächstes hier schon wieder dran. Zack, hier ist, glaube ich, auch schon wieder was dran, ne? Hier ist auch schon wieder was dran. Alter, unnormal gerade wieder. Unnormal. Ja, dann habe ich mich hier hingestellt, wie gesagt. Habe hier auch erstmal nur mit Basis rumprobiert. Hatte dann allerdings noch eine Futtermische von einem anderen Spot. Die zeige ich gleich im PVA-Netz reingekloppt. Und zwar so eine ganz entspannte Futtermische, die eher so eine Allrounder, die so ein bisschen mehr anspricht. Also nicht so fixiert auf eine Geschichte, sondern die so ein bisschen massenkompatibel ist. Und dieses massenkompatibel, Alden, ich glaube, das ist gar nicht schlecht, wenn man mal so ein bisschen auf Frequenz ist, Alden. Gar nicht verkehrt, ey. Alter Falter, ein bisschen nur am Pumpen. Will man aber auch haben. Und das hat sich jetzt tatsächlich erst so nach ich sag mal, rund 10 Minuten, 15 Minuten, wurde es halt immer mehr. Das hat tatsächlich Anlaufzeit benötigt. Bis das dann jetzt auf einmal hier so wild wurde. Vielleicht haben wir jetzt auch gerade durch die Morgenstunden halt nochmal ein bisschen mehr. Komm, den pumpen wir jetzt mal ein bisschen raus. Damit wir hier auch mal eben, damit ich die Map eben zeigen kann und die Sets zeigen kann. Und die Futtermische und das Ganze. Das soll ja auch mal weitergehen hier. So, komm ran, Alden. Ja, letzten Endes, wie gesagt, XP-mäßig ist es ja, ist es super. Ich habe jetzt hier, genau, die 87 Millionen von 90,5 Millionen. Schmeckt das Ganze. So, ich glaube, jetzt haben wir gerade ein bisschen Zeit. Nochmal eben straff ziehen. Perfekt. Also, Position aktuell. Klassischer Spot gegenüber vom Einser-Spot hier oben. 30, 35 Meter ausgeworfen.
Untergrund eher lehmig. Ich habe heute sehr viel getestet mit der Spot Rod, heißt überall den Untergrund getestet. Als erstes war ich heute hier unten in diesem Bereich. Hier in diesem Schniepi habe ich auch meinen Geisterschuppenkarpfen gefangen. Kann ich gleich nochmal eben zeigen. Alles grasig hier. Super grasiger Untergrund. Dann gibt es hier nochmal eine Stelle. Da ist, glaube ich, so ein kleiner Anleger. Auch da hat man erst grasig und dann wird es, glaube ich, das ist eine Muschelbank. Genau, da ist nochmal eine Muschelbank, ungefähr auf 40 Meter müsste die sein. Und hier ist auch nochmal so ein langer Anleger. Ich glaube, der geht sogar relativ lang rein. Da kommt man auch hier mit rund 30, 35 Meter in diese Stelle rein. Da ist dann alles Kies. Und an der Stelle habe ich dann eben angefangen, auf einmal noch eine Erdbeere reinzuschmeißen als Köder. Und das hat da ganz gut funktioniert. Allerdings war die Frequenz noch nicht so richtig geil. Dann habe ich halt die Futtermische zusammengebastelt. Ich zeige das mal eben. Irgendwie mit fruchtig hatte ich doch. Da, süßneutral, fruchtig, genau. Basis einfach Maismehl genommen, Biskuit mit rein. Also zwei eher süßliche Komponenten. Abgestimmt das Ganze auch nochmal als Maislikör. Und dann habe ich einfach dreierlei Feeds reingeballert. Alles fruchtig, also Banane, Erdbeer und Zitrone. Und diese drei Feeds, ja, stecken jetzt auch gerade hier an diesem Spot. Und ich habe auch hier die Zitrone und hier die Banane und hier natürlich die Erdbeere. Alle drei Komponenten drauf. Hier ist jetzt eher lehmig und schlammiger Untergrund in dem Bereich. Deswegen auch dieses dunklere Set wieder, das dunkle LED-Core, das Blei, Vorfach, alles so natürlich aufeinander abgestimmt, wobei die Komponenten eben farblich entscheidend sind für den Untergrund. Auch hier einfach nur Mais mit Dip, mehr nicht, simple Pop-Up-Montage und es lübt. Es lübt wirklich gut. Am schlechtesten, würde ich gerade sagen, läuft hier die Banane. Die läuft wirklich am schlechtesten. Da war tatsächlich vorhin ein winziger Giebel auch mit dran. Habe ich direkt wieder reingeschmissen. Also das ist wirklich gerade der schlechteste Köder von diesen, von den dreien, die ich hier verwende. Erdbeere läuft tatsächlich ganz gut. Zitrone läuft ganz gut eigentlich auch, ja. So, zack, nochmal raus. Jetzt gucken wir nochmal eben kurz in den Kescher. Denn eigentlich wollte ich ja jetzt hier in den Morgenstunden mich auf dem Acker machen und ein paar Kaffeeaufträge Hecht erledigen. Alter, aber das Ganze hier kann sich sehen lassen. Also wirklich viele, viele, viele Brocken hier in hoher Frequenz. Dann war ja hier natürlich noch Spotwechsel dazwischen. Aber hier der Spot, wenn man das mal hier nimmt, die halbe Stunde hier ungefähr, ist das doch schon wirklich eine ganz gute Frequenz. Also, schmeckt. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt hier gleich erstmal vom Acker schnell in die City. Dann verkaufen wir. Da geht noch einer rein. Der wollte noch unbedingt mit. Schnell auf Erdbeer wieder. Schnell in die City. Und dann, ja, wie gesagt, verkaufen. Und dann machen wir uns auf dem Acker und suchen uns noch ein bisschen Hechtspots. So, kurzer Blick ins Café natürlich. Wir haben hier praktischerweise einen 3. Ja, guck mal hier, perfekt. 3 Kilo Schuppi. Den gehen wir natürlich gerne ab für 25 Ocken. Wir haben tatsächlich eine Schleie dabei gehabt. Alter, das ist manchmal so creepy, oder? Da fängst du genau eine Schleie, die gerade im Café ist, für 15. Perfekt. So einen kleinen Giebel hatte ich tatsächlich auch. Habe ich wieder reingeschmissen. Aber ich hätte auch viel benötigt. Den Rest haben wir nicht. Was wir allerdings machen, ist jetzt mal eben halt verkaufen. Und dann gucken wir gerade mal, wo die Hechte gerade im Café sind. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen Bock auf Hecht. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, schmeckt doch. In Gänze 200 noch was Ocken. Passt. Also über 300. Und wenn man jetzt hier nur die letzte halbe Stunde nimmt, 180 jetzt gerade an diesem Spot. Vielleicht auch ein bisschen mehr, 35 Minuten oder sowas waren das. Und der Rest war halt aus den anderen Spots. Okay, also verkauft und wir gucken mal eben nach Hechtaufträgen. So, da sind wir wieder am Café. Wenn man Premium hat, hat man ja die Möglichkeit, eben auch hier an der Seite reinzuschauen, wo die Aufträge oder welche Aufträge gerade laufen. Alte Festung zum Beispiel. Guck mal, da hätten wir doch schon mal einen. Alte Festung, 2x3 Kilo Hecht für 91 Silber. Das schmeckt. Das gucken wir uns gleich an.
Dann Voltio. Voltio auch nochmal durchaus eine Möglichkeit. 113 Silber. Schmeckt auch richtig. Donetz mache ich nicht mehr. Habe ich mal ewig lange gesucht. Wäre aber. Also, wenn du einen Spot kennst am Donetz für Hecht, gerne unten reinschreiben. Teste ich sofort. Ich habe einmal so ewig lange auf Hecht gesucht. Unnormal. 7,5 Kilo ist mir zu heftig. Ladoga war gerade nicht, ne? Tung. Nix. Okay. Alles klar. Also, wir machen erstmal alte Festung, dann zum Voltio. Oder wir machen erst Voltio, dann gehen wir zur alten Festung. Läuft alles noch richtig lang. Und wir machen erstmal schnell fertig hier. Und da sind wir schon angekommen hier, direkt am Anleger. Wir machen gar nicht viel Gedöns, wir laufen gar nicht weit. Hier an der Stelle, da, beziehungsweise da so, probieren wir als erstes auf Hecht. Wenn man schon mal da ist, heißt also hier meine, normal meine Wechsler ran. Ich stelle das mal ein bisschen ein. 35 Kilo Fluorocarbon. So, 35 Kilo Fluorocarbon ist dran. Schnur passt auch soweit. Wir nehmen einen F-Lure Topwater-Köder. Gucken wir mal, ob der klappt. War eine Empfehlung vom Devilus, der damit sehr viel rumhantiert hat und auch immer ganz gut Ergebnisse geliefert oder gebracht hat. Klappt echt ganz gut. Ich habe mir tatsächlich auch die anderen davon noch, zack, schon bis, die anderen davon noch gekauft, verschiedene Farben. Die haben auch an der alten Festung schon ganz gut geliefert. Und die wollte ich halt noch ein bisschen testen, wie das denn so lübt. Guck mal hier, zack, direkt der nächste. Also ihr seht, so ein ganz simpler Köder ist das. Ich zeige den gleich auch nochmal im Detail. Und der kostet auch wirklich nicht viel. Ich glaube, der liegt irgendwie so beim Fünfer oder so. Was man natürlich haben muss, um den nutzen zu können, ist im Spinning Topwater. Das muss man halt schon geskillt haben. So weit muss man halt schon sein. Dass man diese... Zack, guck mal hier. Kam auch noch einer angeschossen. Alles noch ein bisschen lütt. Aber auch das ist halt wieder so ein Ding. Auch die Kleinen bringen natürlich Kohle. Und wenn dann zwischendurch mal ein größerer dabei ist, ist doch schön. Ah, ist das... Zack, guck mal da. Ah. Das ist so ein Ding, das ist mir bei Topwater. Ich hatte damals, wo ich in dem Levelbereich bin, war... hatte ich sehr viel Topwater geangelt und zwar sehr viel auf Hecht. Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass das mit den Topwatern manchmal so ist, dass der Hecht halt von unten irgendwie auch so ein bisschen hochgeschossen kommt. Zack, jetzt kam er so seitlich. Und dann muss man ihn tatsächlich, wenn er halt so aus einem schlechten Winkel hochkommt, so ein bisschen ziehen lassen erst. Ich kann das ja gleich, vielleicht sieht man das gleich nochmal ein bisschen besser. Das heißt, wenn man ihn sofort anschlägt, dann ist er gerade in dieser Wendebewegung, der hat gefressen, will sich gerade umdrehen. Und wenn man dann schon angeschlagen hat, ruppt man ihm quasi den Köder aus dem Gesicht. Und das will man ja nicht, ne? Der soll sich ja schön umdrehen und das Ding ordentlich, ordentlich zupacken und ordentlich wegziehen. Dann lübt das Ganze denn auch. Und da hatte ich dann tatsächlich damals auch irgendwann mal die Bremse runtergestellt. Ich glaube sogar auf unter 5. Bremse runter. Am Ladoga war das, das weiß ich noch. Immer da hinten an der Schilfkante oder am Leuchtturm. Und dann erstmal gewartet, bis er richtig gezogen hat. Und dann die Bremse hoch und rangezogen. Das war ein Geraffel damals. Zack, da schon wieder. Jetzt ist er. Genau, aber es hakt tatsächlich ganz gut. Sind auch ein bisschen kleine gerade hier. Also viele kleine. Aber wie gesagt, letzten Endes, Hauptsache, Frequenz ist da. Sofort schon bis, guck mal hier. Gar nicht lang gewartet. Zack, zack. Ballert sofort rein. Der F-Lure. Jetzt guck dir das mal an, ey. 6 Fischis schon in der kurzen Zeit. Mit einer Route. Kann man doch machen. Zack, und direkt der nächste. Aber wie gesagt, ein bisschen klein, ey. Könnte größer sein. Und deswegen ändern wir einfach mal F-L. Da ist die ganze Serie. Brrrt. Und ich nehme mal den 1er. Der hatte auch schon mal ganz gute Ergebnisse gebracht. Und dann gucken wir mal, was der hier macht. Bei dem Wetter, in der Situation jetzt hier gerade. Ich habe die Einholgeschwindigkeit so gerade auf 40. Manchmal kann man die auch auf 50 machen. Und dann mache ich halt eben nur diese ganz kleine Bewegung. Ihr seht's nicht. Hier ist dieses Gieren. Zack, zack, zack. Da kommt es. Einfach dieses Gieren.
Und das ist halt diese Führungsmethode hier unten, ne? Dass man dann eben hier diese, man kann das auch mit einer langsameren Bewegung, also ich würde dann vielleicht eine 30 machen, ziehen und rechte Maustaste. Aber klappt manchmal gar nicht so gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel deutlich mehr Schwierigkeiten da reinzukommen. Jetzt bin ich ja gerade drin. Und da muss ich sagen, da ist das mit der Geschwindigkeit oder auf eine 50. Werfen wir nochmal aus hier. So. 50, ich habe gerade noch Shift gedrückt. Guck mal, jetzt sogar 50 ohne Shift drücken. Kurze Bewegung und ich bin sofort im Gieren drin. Zack, man kann halt so rumzuppeln. Kurze Bewegung. Das ist gar nicht viel. Das ist noch nicht mal eine halbe Drehung. Aber auch das könnte man natürlich, ne? Man macht einfach eine längere. Köp, köp, köp. Zack, da ist er. Da ist er, der Hecht. Mega geil. Also, Topwater-Angeln macht halt echt immer Bock. Ich habe da echt immer richtig Spaß dran, weil das eben auch so geil ist, wenn dann ein Dicker ankommt, der schießt halt, man sieht manchmal das Maul halt richtig rauskommen, bäm, und dann grabt er sich das Ding und haut halt richtig ab damit. Super geil, So, jetzt müssen wir aber ein bisschen in Richtung Gewicht mal langsam kommen. Das ist ja alles hier ganz nett. Gucken wir mal eben rein. Ja, also alles nicht so schlecht. 4 Minuten jetzt hier und da ist schon der nächste. Aber die sind alle nicht groß genug, fast 10 Fische zusammen. Wir müssen was ändern. Nehmen wir mal die Popper. Was ist... Ah, guck mal, hier gibt es noch die selbstgemachten, wäre eine Möglichkeit. Aber ich teste erstmal den hier. Auric Popper. Genau, der hat jetzt in dem Fall Puschelhaken. Die anderen hatten übrigens keine Puschelhaken. Die hatte ich einfach so verwendet. Das heißt, ich habe jetzt gerade ein ähnliches Farbschema bei dem, wie bei dem zuletzt verwendeten. Allerdings halt ein anderer Köder, verhält sich eben auch ein bisschen anders. Ich werfe mal ein bisschen weiter. Und da ballert was rein. Na, das ist doch nett. Das ist doch sogar richtig nett. Alter Falter, der hat Bock. Der hat Bock. Ich hoffe, es ist ein Hecht. Ich hoffe, es ist ein Hecht. Es könnte natürlich auch mal Rapfen reingehen oder sowas, gerade auf Topwater. Durchaus möglich. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ihn hier auch rankriegen. So ein bisschen gegen die Strömung. Wenn ihr hier steht und ihr werdet so ein bisschen gezogen, man kann hier links rauf, die Treppe rauf und hinter dem Fischmarkt da durchs Tor einfach hier die Schnur durch die ganzen Gebäude ziehen. Passiert ja nichts. Und dann kann man da hinten wieder runterlaufen. Quasi hier durchs Haus geguckt, kann man halt wieder runterlaufen und ist da auf der anderen Seite von der Schilfbank hier, von der Schilfkante. Wenn er gleich ganz ungünstig steht, muss ich da eh hin. Aber vielleicht kriege ich ihn ja hier sogar noch raus. Das ist natürlich nett. Ja, solche Brocken wollen wir haben, Alter. Guck mal hier ein. Ei, ei, ei. Aber das ist geil, Alter. Da habe ich auch schon wieder einen ganz entspannten, spaßigen Tag. Macht doch schon wieder Bock. Schön vorher Karpfen angeln. Gute Frequenz. Hat super Bock gemacht. Ging wirklich easy. 2 Nuller Haken und einfach nur Maiskorn. War schon geil. Dann den ersten Albino gefangen. Das ist mega geil. Muss ich auch gleich nochmal zeigen. Erster Albino. Jetzt haut er nochmal ab. Und jetzt hier auf Hecht. Und es funktioniert auch richtig gut. Guck mal, der hat sogar richtig Bock, Alter. Guck mal, Alter. Yeah, komm ran hier. Alter, sehr schön. So, den müssen wir mal keschern. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Da will er nicht. Da müssen wir nochmal eben nachziehen. Und jetzt den Kescher. Na, der könnte 7, 8. Alter, er. Jetzt kommt Kescher. Alter, 11, nein! Das ist doch mal ein Kevin. Der ist doch mal schön knapp an der Trophy vorbei, der Lümmel, Alter. Der Chat sofort, Alter. Der Ingame-Chat. Ach ja. Naja, egal. Hat gut funktioniert. Ist jetzt natürlich ein bisschen zu groß für einen Kaffeeauftrag. Aber wir haben doch schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass der Köder auch geliefert hat. Als Dankeschön kommt da erstmal noch der Barsch hinterher.
Wenn ihr übrigens hier steht und es klappt gerade nicht, das ist natürlich auch alles tagesabhängig, wetterabhängig, skillabhängig, weiß der Geier was. Es gibt natürlich auch andere Stellen, wo man hier am Wolcher noch gut auf Hecht gehen kann. Manchmal reicht es, wenn man einfach entspannt hier steht und sagt, okay, ich gehe mal auf die andere Seite. Das heißt, euer Set passt vielleicht gerade nicht so, dass ihr da ordentlich hier in Schwung kommt, die Führung funktioniert nicht so richtig. Einfach auf die andere Seite hier von dem Gebäude gehen, wie gesagt, hier oben eben rum und dann auf die andere Seite gehen und mit der Strömung ziehen, an der Schilfbank hier vorbei, an der Schilfkante. Oder ihr habt einfach Bock und hockt euch ins Boot rein, gerade wenn das Set noch nicht so ganz gut ist. Und ihr habt Angst, dass ihr da irgendwie vielleicht leer gespult werdet oder sowas, dann vielleicht einfach ins Boot setzen. Und dann kann man einfach hier gegenüber fahren. Guck mal da drüben, Alter. Das ist die ultimative Hecht-Area. Guck dir das an, Alter. Totholz ohne Ende, Grünzeug, Schilfkanten. Alter, mega geil. Hier in dem Bereich, auch mit Topwater, auch mit anderen, mit Jerkbait später auch, mega geil. Ja, Nachteil für mich, man muss halt immer erst darüber fahren. Und wenn es hier funktioniert, hier teste ich immer als erstes am Volcho. Wenn es hier funktioniert, dann funktioniert es. Warum soll ich denn da hingurken? Das ist doch das A und O, Hauptsache klappt, ne? Ja, wie gesagt, dann halt rüberfahren mit dem Boot und gut ist. Apropos, wenn das Gear nicht so gut ist, das Set zusammenbauen für ein Hecht, guckt euch das an. Das ist auch nicht in Anführungszeichen richtig zusammengebaut. Das heißt, hier ist die Schnur, die Hauptschnur, gerade mit dem 25% Verschleiß, katastrophal viel schlechter als jetzt hier das Vorfach. Ich habe hier 35 Kilo Fluorocarbon-Vorfach drauf mit einer Dicke von 0,8. Nahezu durchbisssicher. Da muss schon ein richtig gewaltiger Brocken reinbeißen, dass man das, dass das durchgebissen wird. Ansonsten verwendet einfach Stahl. Auch das kann man natürlich nehmen. Wenn ihr mit gezielt einfach nur auf Hecht aus seid, könnt ihr auch einfach Stahlvorfach nehmen. Ja, dann ist man zumindest schon mal hechtsicher, dass es nicht durchgebissen wird. So, ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen testen. Wir haben jetzt gerade Mittagszeit, heißt also für Hecht auch ein bisschen Flaute. Hecht im Idealfall bis 11 Uhr ungefähr und danach in den Abendstunden so ab 17 Uhr, bis es dunkel wird. Und dann ist die Hechtzeit auch wieder vorbei. Ich hoffe, hier ballert noch was rein und ich kann gleich den Kaffeeauftrag abgeben, denn danach geht es natürlich noch weiter zur alten Feste. Im Großen und Ganzen bin ich allerdings schon ganz zufrieden. Gar nicht verkehrt. Schönen dicken Fecht. Knapp an der Trophy vorbei. Wahrscheinlich muss ich auch hier gleich noch ein bisschen Köder testen. Petri Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video. Den Kanal abonnieren. Das hilft mir wahnsinnig. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal im Livestream oder im nächsten Video.